Grüß Gott, meine Lieben, mein Name ist Anja von La Bavarese und bei mir dreht sich alles rund ums Nähen und Dirndl. Dieses Video ist Teil meiner Dirndl-Workshop-Reihe und ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ihr euch ganz einfach und vor allem ohne Schnittmuster den klassischen Faltenrock nähen könnt, den ihr an so vielen Dirndln immer seht. Für euren Faltenrock braucht ihr lediglich zwei Rockbahnen in eurer gewünschten Rocklänge plus 1,5 cm Nahtzugabe für das Annähen an euer Mieder und nochmal ca. 8 bis 10 cm Saumzugabe. Da die Erklärung für die Faltenberechnung jetzt einfach das Video sprengen würde und ich es auch einfacher finde, wenn man solche mathematischen Sachen vor sich auf Papier habt, könnt ihr euch die Faltenberechnung ganz einfach auf meinem Blog herunterladen. Ich habe euch das Ganze unten verlinkt. Oder falls ihr eh schon stolzer Besitzer eines Dirndlschnittes von mir seid, ist die Faltenberechnung auch in all meinen E-Books enthalten. Sobald ihr eure beiden Rockbahnen jetzt zugeschnitten habt und eure Falten auch schon berechnet habt, können wir auch schon starten. Ich wünsche euch wie immer jetzt ganz viel Spaß beim Video. Wenn ihr eure beiden Rockbahnen jetzt auf eure gewünschte Länge zurechtgeschnitten habt, dann haben wir zum einen sehr viel Stoff, aber zum anderen entfernen wir jetzt erstmal die Webkanten. Ich finde es nämlich nicht so schön. Viele lassen sie auch dran, aber ich schneide gerne noch weg. Da wir ja hier auch ein Muster haben und ich möchte, dass das am Ende natürlich auch gerade ist, messe ich jetzt einmal das Stück ab von der Webkante, was ich wegschneide, aber ich orientiere mich dabei auch immer noch an meinem Muster, was so viel heißt, dass wenn die Linie zum Beispiel einmal das eine Blütenblatt in der Mitte durchläuft, dann überläuft es auch 2 cm weiter oben. Also ich denke, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nachdem wir unsere Webkanten entfernt haben, können wir jetzt unsere beiden Rockbahnen an einer Seite rechts aufeinander nähen. Checkt aber vorher ab, dass euer Muster jeweils in die gleiche Richtung verläuft, bevor ihr die beiden Teile dann letztendlich aufeinander steckt und zusammennäht. Die Rockbahnen nähe ich dann immer mit einer Nahtzugabe von 2 cm zusammen. Dann bügelt ihr eure Nahtzugaben auseinander und wir versäubern dann die Nahtzugaben jeweils mit einem Zickzackstich. Und so sehen unsere Nahtzugaben dann versäubert aus. Nun geht's ans Faltenlegen. Die Naht, die wir eben genäht haben, das wird später unsere hintere Mitte. Ich habe auch hier schon auf der linken Seite die Falten gelegt, weil sonst einfach viel zu viel Stoff gewesen wäre hier für den Tisch. Und zwar braucht ihr jetzt zum Faltenlegen einmal ein Maßband oder ein Handmaß und ganz wichtig eure Stecknadeln oder einen Markierstift, Kreidestift. Jetzt geht es ans Ausmessen bzw. Falten markieren. Und zwar markieren wir uns von der hinteren Mitte aus zunächst einmal unseren Falteninhalt, den wir berechnet haben. Den könnt ihr dann mit einer Stecknadel oder eben mit einem Markierstift, einer Schneiderkreide markieren. Und nach dem Falteninhalt messen wir vom Falteninhalt unsere Länge bzw. Größe der Faltenaufsicht. Diese markieren wir uns natürlich dann auch wieder. Ja, und dann geht dieses muntere Spielchen bis ans Ende unserer Rockbahn weiter. Wir markieren immer wieder abwechselnd Falteninhalt und Faltenaufsicht. Wenn wir uns alles markiert haben, ist es jetzt soweit und wir können die erste Falte legen. Dafür nehmt ihr jetzt die Markierung vom Falteninhalt vom ersten, den ihr euch markiert habt und legt diesen exakt auf eure Naht der hinteren Mitte. Anschließend steckt ihr euch die Falte mit ein paar Stecknadeln ordentlich fest. Achtet hier darauf, dass eure Falte wirklich genau auf der Naht der hinteren Mitte liegt, denn wir stecken später ja auch die andere Seite zur hinteren Mitte aus fest, was ich jetzt schon gemacht hatte. Und dann sollten die beiden Falten exakt aufeinandertreffen, sodass eine schöne Kellerfalte entsteht. Als nächstes gehen wir dann zur nächsten Markierung des Falteninhalts und legen diese auf die Markierung der Faltenaufsicht. Auch hier achtet wieder darauf, dass die beiden Markierungen exakt aufeinander liegen. Und das Ganze stecken wir dann auch wieder ordentlich mit ein paar Stecknadeln fest. Achtet auch hinten drauf, dass alles schön gerade ist.
Und so stecken wir dann nacheinander die Markierung unseres Falteninhalts auf die Markierung unserer Faltenaufsicht. Zur besseren Veranschaulichung habe ich euch jetzt hier auch nochmal eine Grafik eingefügt. Tada! Fertig sieht das Ganze dann so aus. Und jetzt seht ihr hier auch das zuvor flache Bauchstück, das wir berechnet hatten. Nachdem wir jetzt auf beiden Seiten unsere Falten zur hinteren Mitte gelegt haben, steppen wir die Falten einmal nähfüßchenbreit fest, sodass wir uns später beim Annähen an das Oberteil leichter tun. Steckt euch auch ruhig ein paar Nadeln, dass hier hinten auch eure Falten beim Nähen schön gerade bleiben. Und dann geht's endlich mal wieder ran an die Nähmaschine und wir steppen die Falten nähfüßchenbreit fest. Achtet dann vor allem bei euren zwei Falten in der hinteren Mitte drauf, dass diese auch wirklich schön eng beieinander zusammenliegen. Nachdem wir unsere Falten aufeinander gesteppt haben, versäubern wir jetzt noch unsere obere Kante mit einem Zickzackstich. Bevor wir unseren Rock nun schließen, versäubern wir noch die beiden äußeren Kanten ebenfalls mit einem Zickzackstich. Dann können wir unsere Rockbahnen rechts aufeinander legen und die vordere Mitte schließen. Messt euch aber bitte vorher einen Schlitz zwischen 20 und 25 cm ab. Ich habe jetzt hier 20 cm genommen und markiert euch diesen. Den brauchen wir nämlich, damit wir dann später leichter ins Dirndl einsteigen können. Das heißt, wir schließen jetzt die vordere Mitte nur vom Saum bis zu unserer Markierung. Dafür legt ihr dann eben die beiden Rockbahnen wieder rechts aufeinander, steckt die Seiten zusammen und am besten steckt ihr euch auch an eurer Markierung, die eben den Anfang von euren Schlitzen markiert, auch noch ein paar Stecknadeln quer, dass ihr auf keinen Fall drüber hinaus näht. Anschließend bügeln wir dann wieder die Nahtzugaben auseinander und was jetzt auch ganz wichtig ist, die Nahtzugaben vom Schlitz schlagt ihr ebenfalls um und bügelt sie. Damit unser Rock später genau auf unserer Taille sitzt, müssen wir jetzt vielleicht noch den Abstand zwischen unserer markierten Taille zur unteren Saumkante des Mieders mit der Nahtzugabe, die wir beim Rock verwenden, ausgleichen. Das heißt folgendes: Die markierte Taillenlinie ist zum Beispiel 2,5 cm entfernt von der unteren Kante eures Mieders. Ihr verwendet aber beim Rock eine Nahtzugabe von 1,5 cm. Das heißt, wir haben jetzt 1 cm zu viel. Und damit wir den jetzt nicht einfach abschneiden vom Mieder, zeichnet euch einfach im Abstand von 1,5 cm, also der Nahtzugabe eures Rockes, unterhalb eurer markierten Taillenlinie noch eine zweite Linie ein. Und anhand der könnt ihr dann einfach euren Rock rechts auf rechts anlegen. Ich hoffe, ihr habt es alle irgendwie verstanden. Jetzt legen wir auf jeden Fall den Rock rechts auf unser Mieder und da ist jetzt wichtig, dass die hintere mittlere Naht des Rockes exakt auf die hintere Mitte des Mieders trifft. Steckt euch das Ganze dann ordentlich fest und dann können wir auch schon unseren Rock rechts auf rechts ans Mieder nähen. Die Nahtzugaben am Rock, die schlagen wir einfach einmal um die vordere Kante an unserem Vorderteil und stecken sie mit fest. Anschließend steckt ihr noch eure gewünschte Rocklänge ab und schlagt den Saum doppelt ein. Mein Saum hatte hier eine Saumzugabe von 8 cm. Ich habe ihn 2x 4 cm eingeschlagen und dann abgesteppt. Unser Dirndl nimmt jetzt langsam Gestalt an und es fehlen nur noch unsere Knopflöcher und unsere Knöpfe. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch im nächsten Video. Langsam nimmt unser Dirndl jetzt Gestalt an und wir müssen nur noch unsere Knopflöcher nähen und unsere Knöpfe annähen. Falls ihr jetzt wie ich damals einen mega Respekt vor diesen Knopflöchern habt, weil ihr denkt, verdammt, ich kann jetzt am Ende nochmal alles versauen, dann schaut euch gerne zur Hilfe und vor allem zur Beruhigung meine Videos zum Knopflöcher nähen und Knöpfe annähen an. Bis dahin, meine Lieben, sage ich Servus und macht's gut!